In Frankreich gilt seit 5 Wochen eine absolute Ausgangssperre. Vor allem in Brennpunkten wie den Pariser Vororten ist der Kampf gegen das Virus eine Herausforderung für die Polizei. Guten Tag, die Damen und Herren. Respektieren Sie bitte die Abstandsregeln. Sie stehen zu nahe. Mindestens 1,5 Meter Abstand. Danke. Bei der Überwachung bittet die Polizei um Hilfe wachsamer Anwohner. Verstöße können bei einer extra eingerichteten Hotline gemeldet werden. Das wird interessant. Anwohner haben uns bereits am frühen Nachmittag wegen einer Gruppe Männer auf dem Platz angerufen. Sie sollen auch Alkohol konsumieren. Bei Ankunft stellt sich heraus, dass auch eine Familie gegen die Regeln verstößt. Guten Tag, die Damen. Wir sind die Polizei. Guten Tag, meine Damen. Haben Sie Ihre Bescheinigung dabei, um draußen sein zu dürfen? Ich habe keine. Hast du sie vergessen? Sie alle müssten auch eine dabei haben. Warten Sie, ich hole sie. Nichts da, so geht das nicht. Sie müssen immer eine gültige Bescheinigung bei sich führen für die Kontrollen. Und einen Personalausweis. Sie bekommen dafür jetzt einen Strafzettel in Höhe von 135 Euro. Sie kennen doch die ganzen Vorgänge, Sie wissen es doch. Guten Tag, die Herren. Also, hier stimmt ja gar nichts. Alkohol ist verboten. Ich möchte keinen Alkohol sehen. Die Bescheinigung bitte. Nein, ich möchte sie so sehen. Bitte aufhalten. Sie dürfen hier nicht sein. Es gibt Nachbarn, die sich auch wegen des Lärms beschwert haben. Es gelten harte Regeln. Raus darf nur, wer dringend etwas erledigen muss. 1 Stunde Hofgang, mehr nicht. Man sagt 1 Stunde. 1 Stunde. Aber ich habe darauf keinen Bock mehr. 1 Stunde ist so schnell vorbei. Es gibt Leute, die komplett ausrasten. Sie haben auch keinen Bock mehr. Trotz Strafe wäscht die Kamerunerin außer Haus weiter. Zahlen muss sie so oder so. Sie ist arbeitslos und alleinerziehend. Ich war im Krankenhaus. Als ich wieder nach Hause gekommen bin, hat es schlimm gerochen. Die Wäsche war dreckig. Meine Kinder sind noch klein. Ich hatte Corona. Sie haben sich infiziert? Ja, habe ich. 3/4 der Bewohner des Ghettos leben unterhalb der Armutsgrenze. Es sind vor allem junge Menschen, die hier wohnen. Ohne Bescheinigung müssen Sie 135 Euro Strafe zahlen. Nein, Mann, ich wohne doch direkt hier. Trotzdem, ist gut jetzt. Schönen Tag. Oh Mann, ich wohne doch direkt hier. Und eine Quittung gebt ihr mir auch nicht? Doch, die kommt direkt zu Ihnen nach Hause. Es gibt hier keinen Spielraum. Egal wie Ihr Status ist, egal wer es ist, Sie müssen gehorchen. Sie müssen alle die Regeln befolgen. Und wir müssen sie jeden Tag aufs Neue durchsetzen. Ein Straßenverkäufer hat Jeans to go im Angebot und hofft, mit seinem Bauchladen durchzukommen. Haben Sie eine Bescheinigung? Habe ich nicht verstanden. Haben Sie eine Bescheinigung? Ich habe die hier. Die zeige ich jedes Mal Ihren Kollegen. Das ist mein Arbeitsvertrag, mein Unternehmen. Okay. Und hier, schauen Sie das mal. Das sind meine Jeans. Erklären Sie mir bitte, wie dieses Papier Ihnen erlaubt, draußen zu sein. Nein, das erlaubt mir, die Klamotten zu verkaufen. Die Ausgangssperre bedeutet, zu Hause zu bleiben. Oha, er versteht es also doch. Um die Verbreitung des Virus zu vermeiden. Wissen Sie, dieser Typ lässt sich jeden Tag Strafzettel ausstellen. Aber nein. Wie oft war es jetzt? Das war vielleicht der 4. Wurden Sie heute schon von meinem Kollegen aufgeschrieben? Ja, Ihre Kollegen sind vorbeigekommen. Okay, also ich schreibe Sie jetzt nochmal auf. Theoretisch kann ich diesen Typen jetzt festnehmen. Er hat bereits 10 oder 12 Strafzettel innerhalb von 30 Tagen bekommen. Aber ich respektiere doch nur die Aussagen des Präsidenten. Was hat er denn in seiner Rede gesagt? Jeder Kleinunternehmer. Also wissen Sie, was ich mit Ihnen machen kann? Ich kann Sie festnehmen. Sie kommen in Haft, dann können Sie das vor Gericht sagen mit Ihrem Respekt für den Präsidenten. Das geht dann bis zum Richter und immer weiter nach oben. Wenn er das Gefühl hat, dass Sie nicht die Regeln respektieren, dann geht's zurück in die Hölle. Früher waren Polizisten verhasste Staatsdiener. Inzwischen bilden sich neue Allianzen. Es gibt welche, die eben nicht nur einmal rausgehen. Ich sehe sie morgens und nachmittags. Also, da möchte ich noch mal sagen, zögern Sie nicht, die Polizei zu rufen. Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Wenn ich nicht mit dem Hund spazieren gehen müsste,
würde ich gar nicht rausgehen. Zögern Sie nicht, die Leute wissen es. Zögern Sie keinen Moment. Oh, das habe ich auch gemacht, schon zweimal. Da saßen vier Frauen mit ihren Kindern auf dem Platz. Da habe ich sofort die Polizei gerufen. Ich dachte mir, das reicht jetzt. Guten Tag, Sie dürfen hier nicht sein. Aber ich bin noch ganz alleine. Haben Sie Ihre Bescheinigung bei sich? Nein. Aber was? Ich wohne direkt da und habe nichts. Aber nein. Sobald Sie rausgehen, brauchen Sie die Bescheinigung für eine Stunde Spaziergang. Ja, ich weiß. Man darf ja gar nichts mehr. Bonjour, Monsieur. Guten Tag, der Herr. Ich würde ganz gerne verstehen, was hier mit dem Hund passiert. Mit dem Hund? Ich verstehe einfach nicht, warum Sie den Leuten erlauben, auf dem Gehweg zu laufen, aber nicht hier am Ufer. Wir diskutieren hier jetzt nicht. Sie können dafür einfach die Präfektur kontaktieren. Die hat es nämlich verboten. Wie es dort hinten angeschlagen steht. Ah, fantastisch. Das bringt mich zu meiner zweiten Frage. Wie soll dieser Herr das wissen, wenn es hier nirgendwo steht? Unser Problem ist doch hier gerade eher, dass der Herr keine Bescheinigung mit sich trägt. Ich habe gar nichts, ja noch nicht mal eine Maske. Die haben welche, Sie Glückspilze. Und wir? Wir Glückspilze? Also das medizinische Personal ist ja noch mehr der Gefahr ausgesetzt. Aber wir sind auch der Gefahr ausgesetzt, weil... Wir haben keine Rechte. Mein Herr, jeden Tag sind wir mit Menschen in Kontakt. Diese Polemik reicht jetzt. Wir müssen die Regeln durchsetzen, denn wir befinden uns in einer Gesundheitskrise. Aber ich bin gekommen. Mein Herr, es geht um den guten Willen. Wir haben eine Gesundheitskrise und jeder muss sich an die Regeln halten. Egal welchen Status er in der Gesellschaft hat. Die Ausgangssperre gilt bis zum 11. Mai. Das Virus wird auch danach noch da sein. Gerade für Polizisten in Brennpunkten kein schöner Gedanke.